Freunde, Sebastian hier von Defer Models. Willkommen zu einer neuen Ausgabe für den Opel Manta A GTE, nämlich mit Ausgabe Nummer 40. Und wir werden heute ein großes Kabelpaket auseinandernehmen und mit gleichzeitig noch dazu die den mittleren Instrumententräger noch konstruieren oder halt zusammenstecken, schrauben. Gucken wir mal, was wir alles machen können. Und dann haben wir natürlich noch entsprechend dann 7 verschiedene Kabel dazu, die wir dann hier an dem Modell noch festmachen können. Und, wenn ich es recht gesehen habe in der Forschung, sogar einen Funktionstest. Also, wenn euch das Ganze interessiert, dann lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da, über einen Daumen nach oben, ich mich natürlich sehr gerne freuen. Und ja, kommt ein Stück näher, dann können wir das Ganze mal zusammen hier abarbeiten. Also, los geht's! So, damit würde ich sagen, wir fangen mal an. Ich muss gerade mal schauen, ob das so passt, dass wir hier genug Platz haben. Ja. So soll das, denke ich, gehen. So, also wir brauchen gleich unser Auto, um die Kabel alle festzumachen. Deswegen habe ich das gute Geschoss noch hier so rumstehen. Gleichermaßen brauchen wir natürlich unseren Teileblister und die Anleitung, was wir hier alles machen können. So, wir schauen mal rein. Genau, Kabel lassen wir erstmal beiseite. Wir kümmern uns erstmal um die Mittelkonsole. Und da nehmen wir uns erstmal hier die entsprechenden Teile alle raus. Brauchen wir da Schrauben? Nee, erstmal nicht. So, wir haben also jetzt hier einmal den Instrumententräger, dann ein Radio, rechte Halterung, linke Halterung, ein Amperemeter, eine VDO-Uhr, Öldruckmesser. Dann noch 2 Betätigungsknöpfe. So, und der Rest ist dann alles Kabel. Gut, also auf geht's. Ich brauche noch eine Pinzette. So, dann müssen wir jetzt gerade noch schauen, dass wir die Teile mal alle sauber aus dem Blister rausbekommen. Okay, also wir nehmen uns einmal jetzt hier das Teilchen vor, das größere, den Träger, und sollen da jetzt erstmal das Radio aufstecken. Radio haben wir hier. Ist auch schon vorgedruckt hier, oder hier ist schon so ein Aufkleber drauf auf dem Teil, ne? Mit dieser Radioskala. Und den stecken wir jetzt einmal hier auf dem Träger einmal hier auf. So, ich hoffe ja vor allem auch, dass das heute mal ein bisschen flüssiger abläuft vom Zusammenbauprozess wie das letzte Mal. Das war ja wirklich ein Grauen. So, dann sollen wir jetzt den Instrumententräger umdrehen und diese 2 Druckknöpfe hier hinten in die großen Löcher einsetzen. So. Als nächstes brauchen wir einmal das grüne Kabel mit dem Taster und sollen das hier durch die linke Halterung. So, mal gerade mal schauen, welche ist denn hier die linke und welche ist die rechte. Von der Abbildung her sind die so. Und wir brauchen Teil Nummer 40D. 40D ist dann die rechte. Und hier sprechen sie aber von der linken. Hä? Oder haben sie die Teile so rumliegen in der Anleitung? Das sieht man wieder mal gar nicht. Okay, dann müssen wir uns halt an dem Bild orientieren.
was könnte das hier sein? Da ist so ein schräger Träger. Doch, wenn man das so nebeneinander legt, ja, das ist das. Okay. Naja, wenn es nicht passt, sehen wir das ja später. Gut, also wir tun jetzt einmal den weißen Stecker dieses Kabels von hinten hier durch die Öffnung führen. Und setzen das Ganze dann so zusammen, dass dann hier auch die zwei offenen Pullklammern hier auf der Seite beim Kabel hier an dieser Mittelstange rauskommen. Das ist quasi hier einfach so wie ein bisschen eingerastet ist. Und dann kommt das jetzt wie rum ist das da? So. So soll das jetzt hier der Taster in diesen Drücker hier rein. Und dann sollen wir das dann mit einer AP-Schraube festmachen. So, das haben wir jetzt dran. Dann machen wir dasselbe Spiel hier auf der anderen Seite. Ich habe jetzt auch gerade eben nochmal die zwei Dinger hier ausgetauscht, weil nämlich das, was ich dachte, dass es das Richtige ist, nämlich nicht so flüssig hier auf diese Vorrichtung gepasst hat von der mittleren Tafel. Und habe jetzt mal beide Teile ausprobiert, wie sie hier drauf sitzen. Und bin jetzt zum Schluss gekommen, dass ich jetzt die Teile umdrehe und damit passen sie dann beide perfekt da drauf. So, wir brauchen als nächstes das weiß-weiße Kabel. Ebenfalls wieder baugleich. Ein Taster und einen kleinen Stecker, den wir hier durchschieben. Und dann selbe Spiel. Wir schieben hier die zwei losen Kontakte so hier durch, dass das quasi das Ganze hier so wie eingerastet ist. Wenn die Stifte da ein bisschen rumdrücken, dass es nicht rausfällt. Und dann setzt man das auf die gleiche Art und Weise wie beim ersten Teil hier in die Tafel ein. Und machen das Ganze hier ebenfalls wieder mit einer AP-Schraube fest. So sollte jetzt unsere Konstruktion aussehen. Und wenn man hier drauf drückt, sollte man die Taster noch arbeiten hören, dann haben wir alles richtig gemacht. So, wir nehmen uns die Mittelkonsole aus der letzten Folge. Und schieben jetzt einmal das Radio so herum hier durch. Also jetzt zurück zu dem hier. Wir schieben die Kabel einmal hier durch den Schacht durch und haben das Radio jetzt hier unten so schräg drin herinnen. Oder ist das so richtig? Das Radio muss jedenfalls nach oben.
Okay, der. Gerade nochmal was schauen. Weil bei denen auf der Anleitung ist es nämlich so, dass diese zwei Füße hier von dem Kasten unterhalb sind. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir die Drähtchen hier ein bisschen vorsichtig umgebogen bekommen. Und probieren das nochmal. Okay, so, also mit ein bisschen Gewalt funktioniert das, dass man das da von außen drauf kriegt. So, dann brauchen wir jetzt wieder zwei AP-Schrauben und sollen das den Träger einmal hier unten festmachen. So, und dann haben wir jetzt hier auf der anderen Seite die zwei Kabel jetzt erstmal, also bei mir liegen sie jetzt erstmal über Kreuz, einfach dass die Kontakte weniger belastet sind. Okay, so, legen wir uns jetzt den Unterboden 12A zurecht. Dafür müssen wir einmal hier die Sitzgruppe aus dem Auto rausnehmen. So, verbinden Sie jetzt die Kabelstecker 40M und N mit den Steckern der gleichfarbigen. So, das ist also einmal der zusammengekordelte, zweimal rot, zweimal schwarz. Und tun wir erstmal aufdröseln. Hier sind jetzt quasi die zwei roten Rücklichter dran. In der Leitung. Und wir haben ja einmal hier hinten am Popo vom Auto haben wir ja hier noch die zwei großen Stecker übrig und da machen wir jetzt einmal den Rot-Rot-Schwarz-Schwarz, den Rot-Schwarz. Dann sollen wir als nächstes das Frontlichtkabel nehmen. Das ist dann hier ebenfalls wieder ein rot-schwarzer. So, das machen wir jetzt aber hier vorne dran. Da haben wir ebenfalls hier schon ein Rot-Schwarz-Rot-Schwarz. Und wir stecken jetzt unser Kabel hier mit dazu. So. Okay, was machen wir als nächstes? Da haben wir jetzt hier die ein kurzes und ein langes mit einem Taster.
die sollen wir jetzt beide hier an diese zwei Kabel hier anbringen. Wir haben hier drei kurze Leitungen, eine rot-weiße und zweimal rot-rot. Und zwar sind das jetzt die Stecker für die Türschalterkabel. Hier sind die Kontakte etwas verbogen. Mal gucken, dass wir die ein bisschen gerade kriegen. Na? Passt da. So, jetzt haben wir hier noch ein Kabel, ein schwarz-weißes. Das wird jetzt, so wie es aussieht, die Armaturenbrettbeleuchtung. Nee, das muss hier hinten ran. Zum Dateien vom Auto. So, okay, jetzt sollen wir noch das Armaturenbrett hier verbinden. Dafür haben wir hier, wir haben jetzt hier vier verschiedene. So, im nächsten Schritt habe ich jetzt gerade eben schon zwei AAA-Batterien unten hier in das Batteriefach eingelegt, den Schalter auf eingestellt. Und jetzt kommt quasi noch unser Funktionstest, ob denn hier auch alles nach rechten läuft. Und das gucken wir uns gerade mal an. Ich habe es schon mal vorgetestet, also funktionieren tut es. So, also wir haben als erstes mal diese zwei Taster, die wir eben hier mit zuletzt angebaut haben. Da haben wir jetzt einmal rückseitig das Bremslicht und das Rückfahrlicht. Mal gucken, welches ist. Das ist jetzt das. Wieso bringt er jetzt beide da? Achso, dann wird das wahrscheinlich das Licht für den Himmel sein oder quasi für die Innenbeleuchtung. Also gucken wir gerade mal. So. Sehen wir jetzt bei dem einen Türhebel hier geht das weiße Licht an und ebenfalls auch bei dem zweiten. Und durch dass das hier auch so eckige LEDs sind, denke ich mal eher, dass die quasi dann hier so oben im Dachhimmel drin sind. So, dann können wir testen den Motorsound. Dafür nehmen wir uns hier die Konsole. 40H ist der rechte Knopf. Und damit sehen wir, dass da auch der Ton funktioniert. Und Moment, müssen wir gerade mal schauen. Ah, genau, das war jetzt mit dem linken schalten wir das normale
Licht ein. Also ihr seht jetzt hier die zwei roten, die leuchten. Drücken wir nochmal auf den Knopf, dass es ausgeht. So, ne, seht ihr? Und gleichermaßen leuchten auch die vier vorderen. So, was können wir noch probieren? Wenn wir jetzt noch das Bremspedal runterdrücken, sollte jetzt eine von den roten, glaube ich, denke, das sieht man, das Bremslicht noch aktiviert werden. Und damit wären wir zumindest für den Funktionstest und auch dieser Ausgabe am Ende. Ja, Lieben, damit sind wir für die Ausgabe 40 schon wieder zu Ende hier am Opel Manta AGTE und ja, Funktionstest bestanden. Wir müssen bloß hoffen, dass zum Modellende die Lichter auch noch alle funktionieren, dass da kein Kabel gequetscht wird. Aber schön zu sehen, dass ja, Licht schon mit installiert ist, und dann können wir hoffentlich darauf aufbauen mit den nächsten Heften, und schaltet einfach wieder rein. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao.